Ich würde sagen, wir schauen uns mal zu den ersten Part an. Ich werde mir jetzt jeden Tag, wenn ich streame, davon ein, zwei Parts angucken. Morgen wahrscheinlich nicht, aber übermorgen. Ihr wisst Bescheid. Let's go. Schauen wir mal rein. Ich bin der Weihnachtsmann. Schieß den Grinch aus meinen Flitten an. Absolut dopes Intro. Nee, NSAB-Member. Und jetzt viel Spaß mit dem Adventskalender. Ach, genau. Ist das wirklich sein Intro? Hat er das selber gemacht? Falls ja, mega funny und mega nice. Vorweihnachtliche Vorhaut. Die vorweihnachtliche Vorhaut. Ihr habt sie alle. Ihr wisst es nur nicht. Aber warum? Ein neuer Trend. Wie der Advent. Mein Bizeps brennt. Die vorweihnachtliche Vorhaut. Ein neuer Trend. Wie der Advent. Ich warte auf den Moment. Mein Bizeps brennt. Ja. Cool. Gewürze, Fürze. Ein Gewürzkalender, so ein Bullshit, Alter. Junge, wer freut sich denn? Oh, nice, Alter. Thai Curry. What the fuck, wie geil. SS und Öl. Immer mehr Adventskalender sind für Erwachsene bestimmt. In den Läden kann man über... Nee, Akani, du kannst hier nicht hoch. Ich hab mir so auf erst Advent-mäßig so eine Duftkerze hingestellt. Alter, Akani, ich schwöre, wenn du jetzt hier rumläufst, Alter, dann kriegen wir Ärger. Komm mal her, pass mal auf. Pass mal. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Pass mal auf, setz dich hier hin. Kannst dich gerne dazu setzen, Bro. So wie immer. Aber du kannst nicht hier über den Tisch laufen, wenn da eine Kerze an ist. Weißt du, was ich meine? Scheiße, jetzt hab ich das hier. Oh Gott. 1 Euro für die Kacke liegen lassen. Unglaublich. Den Anfang macht... 129 Euro für einen Adventskalender. Holy shit, Alter. Ein Wellness-Kalender von Kneipp. Inhalt ein Crackpipe. Crackpipe und so. Ah ja. Als nächstes ein Adventskalender der Marke Maybelline. Baby Sprite, Maybelline. Gefüllt mit Scheiße. Zuletzt 24 Portionen Müsli. Mit Milch. Das ist ja so ein Scheiß, Alter. Das braucht ja kein Mensch, solche Adventskalender. Was für ein Müll. Alter, Moneyboy, halt die Fresse. Nee. Doch, Moneyboy, halt's Maul. Nee, auf keinen Fall. Bei Kneipp ist statt Ware für rund 50 Euro nur gestreckte Scheiße für knapp über 30 Euro drin. Gestreckte Scheiße für knapp über 30 Euro. Es ist halt insane, wenn man halt überlegt, dass so ein Pappding einfach dann noch 10 Euro kostet, Alter, ne? Wo bleibt da der Spaß? Das fragt man sich. Kunden ist das Betrugwala. Für den Kunden sind diese Adventskalender natürlich sehr scheiße. Das heißt, es ist nicht einfach nachzuvollziehen, was in dem Crack drin ist. Was ist denn jetzt hier passiert? Was soll denn das? Warum? Für knapp über 30 Euro drin. Für den Kunden ist das Betrugwala. Für den Kunden ist das Betrug Waller. Für den Kunden sind diese Adventskalender natürlich sehr scheiße. Das heißt, es ist nicht einfach nachzuvollziehen, was in dem Crack drin ist. Der Stoff ist nicht einfach in die Nase zu ziehen. Was? Gut, also ich weiß nicht, ob es einen Drogen-Adventskalender gibt. Falls doch, Leute, reingönnen. Soll das? Kunden fühlen sich zwar an einem Dealer vielleicht gebunden, möchten aber trotzdem Abwechslung haben. Ich weiß nicht, was Professor Alex Henning da redet, aber an der Stelle, ich als Kunde von einem Drogendealer, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn mein Drogendealer jetzt hier persönlich einfach mal einen Adventskalender raushauen würde, ganz klar. Jeden Tag ein Türchen, jeden Tag eine andere Droge. Mega. Weil das alte Zeug nicht mehr ballert. Wer schon vorher wissen will, ob er einen guten Deal macht, sollte sich einfach den YouTube-Kacke-Adventskalender reinziehen. Ihr habt's gehört, Leute. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr einen guten Deal macht, zieht euch gerne den YouTube-Kacke-Adventskalender rein. So, schauen wir nochmal hier den zweiten Part, meine Freunde. Dann fatze ich auch sofort los und wir gehen mal gucken, was bei Craftwerk abgeht. Ich kann das hier nicht gucken, Alter. Ich schwöre, ich weiß nicht. Es ist einfach nur schrecklich mit Chrome. Keine Ahnung, was abgeht, Mann. Sees. Die beste Plattform. Sees. Der beste Publisher. Sees. Was ist das für ein Bild, Alter? Warum ist da oben Marcel Davis? Der Bruder, wie heißt denn der jetzt? Leute, wie heißt der? Wie heißt der? Harald Lech, danke. Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet in mich, Herr, und seht, was in ihr wisst, meine Freunde, am 24. kommt Marcel Davis und macht uns eine Menge Freude. Was ist das, Alter? Was ist denn das, Alter?
Seht hier, heides Lichtlein. Gut, Leute, ich glaube, davon wird man wirklich geistig behindert. Also ich bin ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass dieser Kanal geistig behindert macht. Gut.